Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal gibt es ein aufgebrauchtes Video, ich werde euch das nicht alles zeigen. Da sind auch zum Teil schon ein paar ältere Sachen, die ich noch vor dem Umzug und alles aufgebraucht habe, was jetzt auch schon über ein halbes Jahr her ist. Von daher werde ich euch nicht alles zeigen. Ich suche mir ein paar interessante Produkte da mal raus und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Das letzte aufgebrauchte Video ist ja auch schon ein bisschen her. Ganz frisch aufgebraucht habe ich nämlich genau heute, ist dieses Produkt von Trackle Moon. Das habe ich zugeschickt bekommen vor kurzem. Das hatte ich euch auch gezeigt in einem Video. Genau, dieses Warm Cookie Dough, die Duschcreme, hat sehr gut gerochen. Ist so einer meiner Lieblingsdüfte. Also wirklich richtig, richtig toller Duft. Ich stehe da einfach drauf. Ist jetzt endlich mal leer geworden. Das sind immer 500 Milliliter, halten super lange. Die Duschgels von Trackle Moon mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin nicht so der Fan von den Körperlotions, aber das Duschgel super, super gut. Ist ergiebig, riecht immer super. Also sehr gut, kann ich empfehlen. Dann habe ich eine Zahnpasta aufgebraucht und ich glaube, ich würde fast sagen, das ist meine Lieblingszahnpasta. Ich weiß nicht, ich mag die irgendwie vielleicht auch nur, weil sie blau ist, aber das ist erstmal, ich spreche über die White Now Instant Triple Power Gold von Signal. Das ist die habe ich mir auch schon nachgekauft, habe ich momentan nicht in Benutzung, aber ich habe die in Gold und die ganz normale nachgekauft. Ich wollte beide mal testen. Ich mag die sehr gerne. Die hatte ich mal in der Glossybox früher, die hatte ich mir selber noch gekauft. Also das heißt, ich benutze die schon das zweite Mal und ich finde die wirklich gut. Die ist halt total cool. Du hast einfach total blaue Zähne. Also alles ist wie so mit Tinte, also richtig krass. Aber ich finde die auch sehr gut. Ich finde, die hat einen guten Geschmack so und ich finde, ja, die macht die Zähne schön sauber. Deswegen die, ich weiß nicht, das ist bisher einfach die, die mir am besten gefällt. Ich kann da auch nicht unbedingt sagen, warum, aber ich finde die eigentlich ganz cool und ich finde auch das Design hier sehr cool. Deswegen kaufe ich mir die meistens nach. Dann habe ich aufgebraucht von Isana, das habe ich nicht zugeschickt bekommen. Ich überlege gerade, nee, ich glaube das nicht. Eine limitierte Edition wird es jetzt nicht mehr geben und zwar das Herzenswärme Sweet Feelings mit süßer Kirsche und Lakritzduft. Ich kann euch die Isana Duschgels sehr empfehlen, genauso wie die von Balea. Also die benutze ich eigentlich immer, sind diese günstigen, wenn ich mir mal selber welche kaufe, kaufe ich mir eigentlich immer die, weil ich die sehr, sehr gut finde. Die riechen super und für den Preis kann man da nichts zu sagen, deswegen immer die. Dann von Alverde, das fixierende Spray habe ich aufgebraucht. Das würde ich mir nicht nochmal nachkaufen, weil das so gerochen hat. Ich musste danach tatsächlich immer, wenn ich das benutzt habe, musste ich danach niesen. Und das ist natürlich nicht so schön, deswegen, keine Ahnung, der Geruch irgendwie, das war irgendwie so ein Geruch, wo ich einfach von niesen musste, ich weiß es nicht. Von der Wirkung her fand ich es eigentlich nicht so schlecht, aber für mich persönlich halt mit diesem Niesen, das ging für mich gar nicht, deswegen würde ich mir das selbst nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich ein Gesichtspeeling und zwar von Balea, das Creme-Peeling mit Aprikosenkernöl. Fand ich sehr, sehr gut. Da gibt es nämlich noch auch ein blaues, das ist ein bisschen leichter, würde ich sagen, für sensiblere Haut. Und hier sind wirklich so richtig ein bisschen grobere und, also nee, sie sind nicht wirklich sehr grob, aber ein bisschen stärkere Körner, Peelingkörner und die auch ein bisschen mehr sind halt einfach drin. Und deswegen finde ich auch persönlich besser und das fand ich sehr, sehr gut. Kostet, glaube ich, auch unter 1 Euro und das kann ich euch weiterempfehlen. Dann habe ich noch eine Zahnpasta und zwar hatte ich die während meines Umzugs, weil da war halt die andere gerade in irgendeinem Karton und da musste ich mir noch eine kaufen. Da habe ich von Theramed diese 2-in-1 Zahncreme und Mundspülung atemfrisch gekauft und die mag ich auch sehr gerne. Allerdings nicht diese Variante, ich hatte meine Mutter gesagt, sie soll mir die mitbringen. Aber da hatte sie mich falsch verstanden. Und zwar gibt es hier noch eine, die ist durchsichtig und dann mit blau, also ist die Zahnpasta blau. Die finde ich besser und ja, aber die war auch ganz okay. Also kann man machen, würde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen, aber die ist ganz okay. Dann habe ich noch ein Fixing Spray und zwar von Catrice, das Prime and Fine. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es das immer noch oder gibt es das in der neuen Formulierung? Ich bin mir nicht sicher, aber das mochte ich sehr, sehr gerne. Ich mochte auch den Sprühkopf. Ich mochte alles an dem und es hat, finde ich, ein ganz tolles Ergebnis gemacht. Deswegen, ich glaube, ich habe das nachgekauft. Wenn nicht genau das, dann sieht es ähnlich aus. Habe ich nachgekauft, weil ich das sehr, sehr gut finde. Dann habe ich hier ein Produkt von Balea, Balea Professional Color Schutz Spülung. Das habe ich mal zugeschickt bekommen. Fand ich ganz normal wie alle anderen Balea Produkte eigentlich recht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt mit Color Schutz wirklich was hatte. Ich meine, ich färbe mein Haar recht dunkel. Ich weiß nicht, ob man da gut jetzt was sehen kann, ob das so die Farbe schützt. Also dazu kann ich eher nichts sagen. Meine Katze macht die gerade wieder Blödsinn. Achso, ja, eine Spülung ist das genau. Hat die Haare halt schön weich gemacht. Ich konnte so besser durchkämmen. Benutze halt trotzdem aber immer noch danach was für die Haare. Ein Öl oder so. Aber war eigentlich ganz gut. Also ich mag Balea-Produkte. Hier habe ich noch ein Balea-Produkt und zwar Bodyfit Cellulite Algenwickel. Das wickelt man sich so ums Bein bzw. auch Po mit rum. Das sind so zwei Wickeln.
Die hatte ich damals mal vor einem Jahr, glaube ich, 2 Stück von gekauft und jetzt hatte ich das mal nochmal benutzt. Also ich finde es ganz angenehm, es ist sehr kühlend, im Sommer mag ich das ganz gern. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es was bringt. Vielleicht muss man es da auch öfter benutzen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, okay, es hat jetzt besonders was gebracht. Aber es ist, man kann es mal zwischendurch machen, ist ganz okay. Dann habe ich von Victoria's Secret das Pure Seduction Spray aufgebraucht. Ist hier oben schon kaputt. Das ist, glaube ich, so das beliebteste Spray von denen, wenn ich mich nicht täusche. Das hatte ich jetzt endlich mal in Angriff genommen. Ich habe ja noch 5 andere, glaube ich, und das hatte ich mir jetzt endlich mal genommen, dass ich das aufbrauche. Habe ich erfolgreich getan. Ich habe das immer morgens dann so benutzt, wenn ich zur Arbeit bin. Hat gut gerochen, aber ich stehe eigentlich gar nicht so sehr auf Body Sprays, muss ich sagen. Nicht mehr. Also im Sommer schon mal. Dann nehme ich mir schon mal ein Body Spray mit irgendwie in eine Tasche und benutze es öfter. Aber ist kein Muss. Und dann habe ich noch 2 Sachen. Und zwar einmal von Nourish Relax Softening Cleanser. Habe ich gerade vor kurzem leer gemacht. War, glaube ich, mal in so einer veganen Box. Ich weiß gar nicht, ob der genau mit Öl oder sowas drin ist, aber es fühlte sich sehr, sehr sanft an. Es steht auch drauf für Sensitive Skin, also sehr sanft hat das gepflegt. Hat jetzt mein Make-up nicht komplett abgekriegt, aber es ist eher auch mehr so für die Reinigung. Also so richtig zum Reinigen, nicht zum Make-up abnehmen. Und dafür fand ich es ganz gut. Es war jetzt auch kein, wow, es hat mich umgehauen Produkt, aber es war auch nicht schlecht. Ne? Also es war ganz gut. Und dann als letztes noch ein Make-up-Entferner von Elizabeth Arden. Der Organ Eye and Lip Make-up Remover, so sieht der aus. Der war halt so ein bisschen ölhaltig und ja, ölhaltige Make-up-Entferner sind, finde ich, immer gut. Der von Elizabeth Arden ist jetzt an sich natürlich ein bisschen teurer, da könnte man auch einen günstigen. Ich hatte damals mal den von Maybelline, der ist genauso gut. Also, obwohl ich finde, der hat noch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl auf der Haut hinterlassen. Nicht so ein super öliges, sondern eher mehr so wirklich so was Gepflegtes noch. Kann ich ganz schlecht erklären, aber... Ich fand ihn ein bisschen besser, allerdings würde ich mir für so einen Preis keinen so teuren Make-up-Entferner kaufen, weil es tut auch alles andere. Also, da ich mich danach eh nochmal eincreme und pflege, brauche ich keine Pflege unbedingt im Make-up-Entferner. Aber schlecht war er auf jeden Fall nicht. Das war es auch schon wieder mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit rein. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.